Also herzlich willkommen bei dem Kanal Urknall, Weltall und das Leben. Wir haben ja schon ein paar Faktenchecks gemacht. Wir sind hier im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Wir haben ja schon ein paar Gespräche gehabt über Kernfusion. Und Hartmut Sohm und ich, ich weiß nicht, was wir gerne würden, aber wir werden, ich werde mal eine Eingangsfrage stellen, die vielleicht auch schon mal so im ersten Moment beschreiben soll, warum es doch immer wieder doch ziemlich heftige Kritik an der Kernfusion gibt. Weil ja seitdem man über den Tokamak, hinter uns ist ja einer der Aztecs, der Aztecs Upgrade, seitdem man den Tokamak hat, also diese toroidale Kammer, werden natürlich Kernfusionsphysiker und Physikerinnen immer wieder gefragt, wie lange noch? Denn das Fantastische an diesem Fusionsprojekt ist ja, es ist ja eines der ganz wenigen Bereiche in der Physik, die sozusagen ein globales Versprechen machen. Da geht es ja nicht um irgendwelche netten Einzelheiten, aus was besteht die Welt oder der Kosmos, sondern da geht es darum, wenn wir das schaffen, dann würden wir ein für den gesamten Planeten eine zugängliche Energiequelle haben, die auf geologischen Zeiträumen, also wirklich auf sehr, sehr langen Zeiträumen, den Energiebedarf der Menschheit decken könnte. Und das ist natürlich ein Riesenfund, mit dem man da am Anfang gewuchert hat, aber dann kam ja die Geschichte mit dieser Konstanten. Ich habe gelernt, es seien 20 Jahre, dass jeder Fusionsphysiker 20 Jahre vor sich herträgt und sagt, wann immer er gefragt wird, wann ist es soweit in 20 Jahren. Du hast mir jetzt gesagt, es gibt noch ganz andere Zahlen. Zu welcher Zahl tendierst du denn? Also es kommt darauf an, wie die Frage ist. Ja. Ich tendiere dazu zu sagen, dass wir Mitte der 30er, 2035 oder so, also weniger als 20 Jahre, Energie gewinnen, mehr Energie aus einer Fusionsreaktion rausholen, als wir zum Heizen des Plasmas reinstecken. Das wird ITER sein. Ja. Und das ist der generelle Nachweis der Energieverstärkung durch Fusion und der Energiegewinnung. Also das wird auf jeden Fall passieren. Also da seid ihr euch völlig sicher, dass das so funktioniert. So sicher, wie wir uns sein können. Die Maschine wird aufgebaut. Ja. Die Maschine ist relativ konservativ ausgelegt, sodass wir denken, die Parameter, die wir dafür anvisiert haben, die sind jetzt nicht ganz oben an dem, was wir gerade so können, sondern so Parameter können wir in unserem Experiment jeden Tag erreichen. Mhm. Das heißt, das sollte funktionieren. Und dann also Parameter so heißt jetzt hier raus. Strom oder das Lawson-Kriterium zu erfüllen oder was meinst du mit welchen? Es sind so normierte Parameter, wie wenn man in so einem Windkanal ein Auto designt, da kann man ja auch alles runterskalieren. Mhm. Ja. Es ist die Energiedichte im Vergleich zur Energiedichte im Magnetfeld, was die Plasmaphysiker Beta nennen. Das denken wir, kriegen wir hin. Es ist Strom im Verhältnis zum Magnetfeld, also sozusagen diese Windungszahl, wie die Feldlinien umlaufen. Das sind alles Dinge, die wir eins zu eins bei uns machen können. Und das neue Element wird sein, dass wir nennenswert Fusionsleistung gewinnen und dass das Plasma dadurch sich selbst am Leben hält. Und das soll in ITER gezeigt werden. Gibt es keinerlei technische Probleme mehr bei ITER, die man noch lösen muss? Also hat man das Material, hat man die Konzeption und weiß man ganz genau, was gemacht wird? Oder ist es wie bei jeder technischen Anlage nicht doch auch eine Frage der Aneinanderreihung von Tests, die gemacht werden, wo dann wieder neue Probleme auftauchen und so weiter? Bei ITER wissen wir auf dem Level sozusagen nullte Ordnung, wo wir denken, dass es irgendwas gibt, was nicht gehen könnte, das haben wir ausgeräumt. Mhm. Also sozusagen, ich denke, die Technologien haben wir in der Hand. Mhm. Die sind zum Teil an der Grenze dessen, was technologisch machbar ist, aber es geht. Es wird alle möglichen Probleme geben beim Zusammenbau der Maschine. Also man merkt, es funktioniert nicht so, wie wir es gedacht haben. Nee. Aber es gibt nicht so einen Showstopper grundsätzlich. Also ihr habt das Material für die Kacheln innen drin, mit dem der Tokamak ausgekachelt werden soll. Ihr wisst, was passiert, wenn es zum Durchschlag auf das Material kommt. Solche Sachen, das ist alles. Das haben wir im Wesentlichen für den ITER. Für einen Fusionsreaktor, der dann 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr laufen muss, da gibt es noch Entwicklungsarbeit. Gerade bei den Materialien, die die Neutronen abbekommen. Jetzt muss ich mal was ganz anderes fragen, was völlig Unwissenschaftliches. Aber die Zahlen, die man gehört hat, da hieß es doch am Anfang, ITER wäre für ein paar Milliarden zu haben. Heute sind die Kosten bei 20 Milliarden. Was wird man, oder wird man mehr, noch mehr brauchen? Die offizielle Zahl ist 15, denke ich, oder 17 oder sowas, aber es wären 20 oder sowas wären oder ein bisschen mehr. Das aber dann erklär mir doch mal, wie kommt diese Diskrepanz zustande? Hatte man am Anfang gar keine Ahnung, wie teuer das alles werden wird? Oder? Also es gibt zwei Faktoren. Also das eine ist, dass die Leute sicher mit einem sehr spitzen Griffel gerechnet haben am Anfang und gesagt haben, naja, da gucken wir mal, dafür könnten wir es bauen, aber da kommt kein Faktor 3 zustande. Da kommen irgendwie 20, 30% am Schluss mehr Kosten raus.
Was ein ganz wichtiger Faktor ist, es wurde nicht eingerechnet, in welcher Weise die Maschine aufgebaut wird. Mhm. Nämlich, dass sich 7 internationale Partner treffen. Das ist ja Europa und die USA und Russland und Korea und China und Indien und Japan zusammen. Und dass das Ganze so verteilt wird, dass jeder von den Partnern jede Technologie lernt. Das heißt, alle bringen sozusagen Komponenten mit und geben die in kind, also als Leistung sozusagen bar ab. Ja. Und es ist nicht so, dass die Leute das Geld abgeben und es gibt eine starke Organisation, die das Ding aufbaut. Mhm. Und das führt zu unglaublichen Reibungsverlusten. Aber immerhin, es ist eines der ganz wenigen Projekte auf der Welt, wo die USA, Russland, ja, China, wo praktisch alle Global Player an einem, an einem Tisch sitzen. Und dann ist es dann muss man sagen, dafür ist es billig. Also dass es wenigstens mal so ein Projekt gibt, wo man alle an einem Tisch sitzen. Sind die Länder alle noch immer voll dabei oder man hört ja auch immer mal wieder, da gäbe es kritische Strömungen in dem einen oder anderen, gerade in den USA, dass die sich überlegen, da auszusteigen, ist da? Die sind voll dabei, die Amerikaner diskutieren immer wieder, die Amerikaner haben nicht so ein stabiles System, in dem das Geld sozusagen über viele Jahre in stabilen Wert fließt. Mhm. Das wird von Jahr zu Jahr wieder angefasst, hinterfragt und es gibt immer mal wieder Leute, die ITER kritisch hinterfragen. Mhm. Gerade haben sie einen Senatsbeschluss gemacht, in dem ITER erstaunlicherweise für die amerikanischen Kollegen 130 Millionen Dollar für die nächsten Jahre gekriegt hat. Aha. Und das eigene Programm auch noch mehr. Das heißt, da geht was sogar vorwärts. Und die anderen, die Chinesen sozusagen, da ist es andersrum. Die sind voll dahinter, denen geht es nicht schnell genug. Die bauen parallel dazu ein zweites Experiment auf von der ITER-Größe. Die bauen einen eigenen ITER. Die bauen eine eigene Maschine, die ein bisschen andere Zielsetzung hat, nämlich schon Demonstrationsreaktorelemente in sich hat und parallel zu ITER fahren soll. Gäbe es denn jetzt, wenn, ich meine, diese Maschine ITER ist ja deutlich größer als jeder Tokamak, den man bis jetzt gebaut hat. Und dafür gibt es ja Gründe und ich nehme an, das hast du mit dem Andreas auch schon mal besprochen, warum so eine Anlage so groß sein muss, warum das Plasma weit. Da geht es um die Isolation, um den Temperaturgradienten. Okay. Jetzt hast du ja auch vorhin schon davon gesprochen, wir haben immer solche Skalierungseigenschaften, wir haben so Kennzahlen und so weiter. Aber gibt es nicht auch Instabilitäten, die größenabhängig sind, wo man sagen muss, also man kennt es ja von der Turbulenz, wenn sobald eine gewisse Reynolds-Zahl überschritten ist, dann wird aus einer laminaren Strömung eine turbulente Strömung. Wenn jetzt diese Kennzahlen bestimmte kritische Größen überschreiten, kann ich mir vorstellen, dass auch im Tokamak Phänomene auftreten, die man bei den großen Tokamaks beobachten kann und bei den kleineren eben gar nicht. Also da ist man davor Überraschung auch bei dem ITER gar nicht sicher. Das gibt es in der Tat, aber es gibt 3 so Kennzahlen, in denen man die ganzen Gleichungen, das Gleichungssystem, was dem zugrunde liegt, Magnetohydrodynamik plus kinetische Theorie für den Spezialisten, kann man hinschreiben, dimensionslos machen in 3 solchen Größen. Ja. Da ist eine Energie, eine Zeit und eine Länge. Ja. Gyroradius, dann die Stoßfrequenz und dann das vorhin angesprochene Beta. Ja. Wir kriegen nicht alle 3 Parameter gleichzeitig auf den Wert von ITER, denn sonst hätten wir ITER. Ja, klar. Wir kriegen wechselweise 2 oder mindestens einen immer in den Bereich vom ITER, sodass wir uns zumindest, wenn die nicht stark nicht linear miteinander wechselwirken, relativ sicher sein können, dass es so eine Grenze nicht gibt in dem einzelnen Parameter, sonst hätten wir sie schon gesehen. Das neue Element, wie du gesagt hast, es kann immer noch was Neues kommen, ist diese Selbstheizung durch die bei der Fusionsreaktion erzeugten Alpha-Teilchen. Ja. Und dafür ist ITER gebaut, um das auszuprobieren, wie es funktioniert. Um das herauszufinden. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten es jetzt tatsächlich geschafft. Wir wären also durch die ITER-Phase durch und würden uns jetzt überlegen, Reaktoren zu bauen, Kernreaktoren zu bauen, die, wie du vorhin gesagt hast, 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr laufen, natürlich auch mit entsprechenden Wartungsperioden und so weiter, so wie wir das von anderen Kraftwerken kennen. Jetzt zeigt sich aber doch in der Rückschau, wenn wir uns mal anschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen Spallationsreaktoren im Vergleich mit einem Fusionsreaktor. Ein Spallationsreaktor, also ein normaler Spaltungsreaktor, ist ja direkt eine primitive Anlage dagegen. Ja, man hat also die Stäbe, die da werden da rein und raus. Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Problemen. Aber im Vergleich zur Komplexität eines Fusionskraftwerks ist ja so ein normales Kernkraftwerk, wie wir es heute kennen, eigentlich, würde man schon sagen, das ist so ein bisschen... Es ist sehr, sehr Oldschool-Technology und man braucht nicht so viel. Während diese Komplexität, die offenbar in dieser Fusionsanlage ja eingeprägt ist, die verlangt ja auch eine gewisse, also nicht nur eine gewisse, die verlangt ja eine enorme Portion Erfahrung, wie man mit solchen Systemen umgeht. Das hieße aber doch, wenn man jetzt mal so langfristig denkt,
dass diese Art von Energiefreisetzung, wie die Kernfusion sie darstellt, nur für ganz bestimmte Länder eigentlich überhaupt nur möglich ist, weil in anderen praktisch gar keine Erfahrung damit da ist, wie man mit solchen Komplexitäten ausgeht. Das glaube ich nicht. Ja? Das glaube ich deshalb nicht, weil wir schon jetzt an unserer Anlage mehr oder weniger keine Knöpfchen von Hand mehr drehen, sondern da kommen Feedback-Systeme, also Systeme, die messen sozusagen den Zustand des Plasmas und dann automatisch mit dem Computer reagieren. Ja. Und der Fusionsreaktor wird überhaupt nichts mehr von Hand funktionieren mit Eingriff und du brauchst keinen Spezialistenwesen. Du brauchst die Leute, die das aufbauen, die das programmieren können, die das da hinstellen und dann muss das auf Knopfdruck laufen. Ja. Sozusagen der Eingriff, es wird keine Safety Regulator, keine sozusagen Zulassungsbehörde würde je zulassen, dass da jemand mit dem Joystick davor sitzt. Also da ist niemand mehr da, der eingreifen kann dann letzten Endes. Oder das doch? Darf nicht davon abhängen, dass da jemand ist, der eingreift. Es kann jemanden geben sozusagen, es kann irgendeinen Fall, der nicht vorgesehen ist und dann sozusagen wird irgendwas ausgelöst dabei. Ja. Aber dass der Erfolg davon abhängt und das Funktionieren der Maschinen davon abhängt, das darf nicht. Aber der Betrieb selber, ich meine, wir haben ja bei den Kernkraftwerken einige Unfälle gehabt, die gar nicht technisch bedingt waren, sondern wo menschliches Versagen eine Rolle gespielt hat. Ja. Um das auszuschalten, würde man natürlich irgendwelche Überwachungsmaßnahmen, digitale Überwachungsmaßnahmen haben, die das Ganze machen. Aber ist es nicht so, dass bei der Fusion, und das ist ja auch ein Grund dafür, warum das alles so lange dauert, man ja immer wieder auch Maßnahmen ergreifen muss, um eine bestimmte Eigenschaft des Plasmas, wie zum Beispiel es wirklich zusammenzuhalten in diesem High-Confinement-Mode, dann ist es gut, dass es sich dreht, weil dadurch gewisse Instabilitäten am Rande, die werden dadurch vermieden, dann tauchen aber wieder andere Instabilitäten auf, die man dann auch wieder unterdrücken muss. Also das bedeutet ja auch, dass für die Programmierung von Kontrollsoftware benutzt man dann sowas wie Deep Learning-Verfahren, dass also das so eine Maschine mit KI sich sozusagen selbst verbessert? Das ist in der Tat der Fall, dass du nicht mehr sozusagen linear denkst und jedes einzelne Phänomen nimmst und dafür eine Abhilfe schaffst, sondern das ganze Ding, das heißt dann Multiple Input, Multiple Output sozusagen, das ganze Ding kontrolliert wird als ein Objekt, was nicht linear miteinander wechselwirkt und dann auch dementsprechend analysiert wird. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich schon so, dass wenn man jetzt mal diese beiden Konkurrenten in Anführungsstrichen nebeneinander stellen würde, also was wahrscheinlich gar nicht stimmt, weil es gar keine Konkurrenten sind, wo ja immer wieder argumentiert wird, die Erneuerbaren auf der einen Seite gegen die Kernfusion wird ja irgendwie soll ja so gegeneinander ausgespielt werden, was ja also zumindest nach meinem Dafürhalten ein völliger Fehler ist, dann hätte man aber schon dann wäre es umso besser, das will ich eigentlich sagen, diese Art von Komplexität tatsächlich unter einen ganz klaren und deutlichen Kontrollmantel von solchen Software zu stellen. Natürlich, weil, unbedingt. Ich meine, auch die Windräder oder die Photovoltaik, Solarthermieanlagen sind ja inzwischen längst digital gesteuert und da ist ja kein Mensch mehr direkt dabei. Die Idee ist schon, dass ein Kernfusionsreaktor sowas Ähnliches wie Grundlast liefern würde. Ja. Also sozusagen wenn wir übrigens auch reden, wir haben sowas Stakeholder, das sind Leute aus der Industrie, mit denen wir reden, um von denen frühzeitig zu erfahren, was wünscht ihr euch denn? Ja, ja. Und die sagen, es ist gar nicht so wichtig, ob ihr 500 oder 700 Megawatt mit eurer ersten Anlage liefert. Wichtig ist, dass ihr sagt, jetzt komme ich und es kommt zu dem Zeitpunkt und es kommt verlässlich zu dem Zeitpunkt und es kommt für die Dauer, die ihr vorher gesagt habt und das ist das Regelbare da dran und das Vorhersehbare. Ja. Oder wir rufen euch vorher an, sagen, in einer halben Stunde haben wir ein Problem, bitte fahrt mal was hoch. Das sind die Dinge, die man braucht dabei. Halt als Komplement zu den Erneuerbaren. Ja. Ich halte das übrigens auch für totalen Quatsch. Sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Wir haben keine Lösung. Genau, da gibt es eben keine Patentlösung. Ja. Und wichtig ist vor allen Dingen, dass eben Energiequellen präsentiert werden, die möglichst wenig Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen. Ja. Und da, auf dem Niveau, da wissen wir ja sehr genau, was passiert, wie elektromagnetische Strahlung mit den entsprechenden Molekülen wechselwirkt. Und das können wir nicht wollen, dass das noch so weitergeht. Und uns keine Bürde für Generationen übrig lassen. Genau. Sozusagen das CO2, also Spaltungsreaktor, der kein CO2 produziert, wunderbar, der dafür aber halt Generationen eine Bürde wo man sozusagen auf Zeitskalen arbeitet, mit denen wir nicht umgehen können. So ist es, Und das ist der Vorteil der Fusionsforschung. Sonst könnte man einen Spaltungsreaktor genauso benutzen. Also das ist wirklich, das ist schon erschütternd, wenn man sich anschaut, wie Diskussionen heute geführt werden, in welchen kurzfristigen Horizonten überhaupt nur gedacht wird. Diese Art von Zukunftsvergessenheit, dass man nämlich einfach vergisst, dass es da auch noch eine Zukunft gibt, die viel größer ist als eine Legislaturperiode oder zwei oder sowas, sondern dass man wirklich mal in eine ganz andere Dimension denkt, könnte was damit zu tun haben, dass wir vielleicht über viel zu lange Zeit
dieser unmittelbaren pragmatischen Ökonomisierung das Wort geredet haben und uns so eine Vision, wie sie halt die Fusion eigentlich letztlich auch darstellt, schon allein deswegen nicht mehr geleistet haben, weil es ja Menschen gegeben hat, wie zum Beispiel den Altbundeskanzler Schmidt, Gott hab ihn selig, der gesagt hat, wer Visionen hat, der möge zum Arzt gehen. Aber wenn ihr alle zum Arzt gegangen wärt, dann hättet ihr so eine Anlage nicht gebaut. Ja? Also gerade, ich finde das irre, dass jemand in einer Entscheiderposition damit einem ganz wichtigen Teil unserer Kultur, nämlich der Grundlagenforschung, im Grunde genommen mit einem Satz den Boden entzogen hat. Weil er sagt, ja, was ihr da macht, das ist ja eigentlich egal. Und ich glaube, dass dieser Zugriff durch die Ökonomie solchen Projekten wie natürlich dem ITER oder überhaupt der Grundlagenforschung enorme Probleme macht. Ja. Den Spruch an sich finde ich gut, weil er den nämlich gesagt hat an der Stelle, wo die Leute zu viel das Wort Vision benutzen und sagen, ist ja alles visionär heutzutage. Ja. Der Gedanke sozusagen, dass die Grundlagenforschung was ist, was staatlich gefördert werden muss und dass die Aufgabe vom Staat ist, viel weiter zu blicken und visionär in dem Sinne von weit vorausschauend zu arbeiten, den finde ich gut. Ich kann nämlich andererseits manchmal nicht nachvollziehen, warum die Industrie sozusagen dafür gescholten wird, dass sie nicht das Gute für den Menschen will, sondern Geld verdienen. Ja. Die Dinge sind leider, ob man das gut findet oder schlecht, die sind so verteilt und der Staat muss aufpassen sozusagen und vorwärts planen dabei. Wobei es natürlich bei den Renditen, die in der Industrie heutzutage abgeschöpft werden und die nicht wieder reinvestiert werden, Da ist man nicht beim nichtlinearen, auch wieder im Grunde genommen beim nichtlinearen Denken, womit wir eigentlich praktisch schon in eine ganz allgemeine Diskussion übergehen können. Gerade wenn es darum geht, sich mal zu überlegen, bedenke deine Handlungen vom Ergebnis her. Welche Wirkung wird denn das, was da rauskommt, auf die Ursache das Ganze haben? Also wird die Ursache dadurch verändert werden? Mhm. Also positive wie negative Rückkopplungseffekte, von denen ja in Plasmen jede Menge also ständig stattfinden. Das könnte ja auch zu einem Denkmodell werden, wie wir in Zukunft eben überhaupt den Einsatz von Technologien. Was du vorhin gesagt hast, das fand ich ganz interessant, dass du nämlich darauf hingewiesen hast, dass man nicht mehr nur so Einzelprozesse betrachtet, sondern das große Ganze in seinen Einzelheiten. Aber dafür muss man doch eine wahnsinnig gute Kenntnis dieser Zusammenhänge haben, um das auch programmieren zu können, beziehungsweise das in der Software dann so niederlegen zu können, dass man weiß, was sie noch tut. Oder da gibt es zwei Ansätze. Bin ich ganz erstaunt, wenn ich mit den Kontrolltheoretikern rede. Ja. Es gibt modellgestützten Ansatz, der das macht, was du sagst. Wir kennen alle Gleichungen, wir haben einen riesigen Computer, wir programmieren alles, wir lassen den laufen, wir analysieren das Ergebnis und leiten unser Kontrollsystem daraus ab. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wir nehmen eine Blackbox, so komisch das klingt, wir nehmen das System als Blackbox. Wir ziehen da dran an verschiedenen Stellen und sehen, was der Output ist davon und verknüpfen das miteinander, aber eben nicht nur linear, dass ich an einem ziehe und es kommt hinten was raus und ich beschreibe das System darüber. Mhm. Und die Kontrollleute, die können das extrem gut. Ja. Es gibt Beispiele dafür, für Dinge, Flugzeuge, die fliegen sozusagen, die erstmal das Steuerungssystem sozusagen in diesem klassischen Sinne designt wurde und dann kommt jemand her und sagt, ich mache meine Analyse. Ich nehme 30% der Sensoren, die in dem Flugzeug drin sind, die nehme ich noch und den Rest schmeiße ich raus und das Ding funktioniert genauso gut. Das gibt's. Das glaube ich jetzt nicht, dass man es in der Gesellschaft anwenden kann. Nein, das kann man nicht. Das bei kann man technischen nicht. Problemen erstaunlich. Aber das ist ja interessant, weil ich meine, dieser Ursache-Wirkungssuche, nämlich, dass man sagt, okay, das ist die Ursache, das produziert eine Wirkung, das ist ja etwas, also fast würde man sagen, Abendländisches. Ne? Das ist ja, das steht ja ganz im Zentrum unserer gesamten Denke. Also wenn du ein Urteil über irgendwas abgibst, dann musst du auch erklären, warum. Also du musst eine Begründung haben, da muss eine Begründung für die Wirkung da sein. Eine andere Frage ist ja, wenn du was bewerten willst, dann musst du ja über diese Ursache-Wirkungsebene hinausgehen und musst irgendeine Art von zum Beispiel Risikobewertung. Risiko ist die Zukunft, die nicht eintreten soll. Ich kann also jetzt herausfinden, wissenschaftlich, was ist die Ursache, was ist die Wirkung und soll nun diese Wirkung als Risiko eintreten oder nicht. Wenn ich das aber tatsächlich so nehme, Risiko als eine Zukunft, die nicht eintreten soll, brauche ich auch eine positive Zukunftsvision, damit ich weiß, was nicht passieren soll. So. Das heißt also, ich muss jetzt anfangen und muss auf eine ganz komische Weise Ursache und Wirkungen, so wie du sagst, ganz klassisch, und auf der anderen Seite hätte ich eine fast theoriefreie Beschreibung. Also sind da nur noch Korrelationen wichtig, die einfach gegeneinander dargestellt werden und dann hinterfragt man das nicht mehr? Oder wenn man das den Erfolg von so einem Modell sieht, hinterfragt man das doch noch und will wissen, wie es funktioniert? Also ich persönlich, als Physiker versuche immer zu hinterfragen. Ja. Mir ist es viel lieber, das zu verstehen. Ja.
Und das Problem bei all diesen Dingen, die nicht modellgestützt sind, die funktionieren am lebenden Objekt gut, ja, an dem sie trainiert worden sind. Ja, ja. Und du hast keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn sich einer von den Parametern ändert. Ja. Sprich, das Flugzeug sozusagen, von dem, ja, ich vorhin geredet habe, es, ja, fliegt wunderbar und, ja, es fliegt genauso sicher und gut wie mit dem anderen System. Mhm. Und wenn ich da, was weiß ich, neue Düsentriebwerke drunter mache, die, ja, ein bisschen stärker sind, dann kann ich in meinem Modell sagen, ich habe jetzt ein bisschen mehr Leistung, dann wird es, mhm, wunderbar. Wo dich der andere Algorithmus hinführt, weißt du überhaupt nicht. Und dann musst du praktisch neu lernen dafür. Es erinnert ein bisschen an diese Douglas Adams Geschichte, wo man ja den größten Computer aller Zeiten fragt, die wichtigsten Fragen, also was ist denn die Antwort auf die wichtigste Frage im Universum? 42 und dann, tja, was nun? Ja. Aber ich meine, das ist natürlich, wie ich finde, schon ein Problem, wenn ich jetzt mal so als Universitätsprofessor denke, ich hätte es nur noch mit Algorithmen zu tun, die Probleme lösen auf diese Weise, dann ist das ja eine Problemlösung, die nicht mehr kommunizierbar ist. Ja. Da kann ich ja nicht mehr unterrichten. Ja. Da kann ich nur sagen, liebe Studentinnen und Studenten, redet mit dem Computer, der redet nicht mit euch, aber gebt ihm ein Problem, der löst es dann irgendwie. Das ist ja schon, also wenn das sozusagen die Stoßrichtung ist für die Behandlung von nichtlinearen Systemen, dann steht uns ja eine hochinteressante Zukunft voraus. Es gibt, wie gesagt, das ist eine pragmatische Stoßrichtung von Leuten, die was zum Laufen bringen wollen. Ja. Und es gibt parallel dazu die Stoßrichtung, und da glaube ich ganz fest dran, wir kennen die Sprache gar nicht, ja, so ein nichtlineares System zu behandeln. Ja. Also ich stelle mir vor, dass wir in 20 oder 50 Jahren eine andere Mathematik, eine andere Sprache haben, um sowas zu beschreiben und das System als Ganzes verstehen, schon mit einer Art Gleichung mathematisch, mhm, gestützt, wo wir ein ganz anderes Verständnis dafür haben. Naja, aber da könnte ich dir jetzt natürlich als jemand, der Philosophie unterrichtet, sagen, um Begriffe zu verwenden aus einer Sprache, die du nicht kennst, da musst du auf eine Sprachschule gehen, in der man dir dann sagt, wie die Begriffe, die du noch nicht kennst, einzuordnet sind im Vergleich zu den Begriffen oder den Sprachen, mhm, die du verwendest. Mhm. Also das ist ja eine Art von Vernetzung, die du praktisch überhaupt nicht überwinden kannst. Also wenn Nichtlinearität bedeutet, dass man sich selbst zum Beispiel mit in diesen Prozess, mhm, mit reindenken muss, dann will ich nicht hoffen, dass man daran verzweifelt oder gar durchdreht. Denn irgendwann schaut man in den Spiegel, der Spiegel schaut in einen selber und möglicherweise macht er auf einmal ein ganz anderes Gesicht, als man das eigentlich da reingeguckt hat. Und dann wird es aber interessant. Ja? Ja. Aber so verhält sich alles? Aber so euer Plasma verhält sich noch nicht. Nee, so verhält sich unser Plasma nicht. Nee, also sozusagen, es ist immer noch ein technisches System, ja, sozusagen. Diese, ja, Geschichte mit der Wahrnehmung und, ja, dem Eigenleben, das ist, ja, außen vor dabei. Ja. Deshalb denke ich auch, dass es einem möglich sein könnte, eine Sprache zu entwickeln, mhm, also sozusagen eine Art, das System zu begreifen, ja, die von einer anderen Richtung herkommt, weil, mhm, einfach alles, was wir haben, getrieben ist von diesem linearen Gedanken. Ich ziehe an was und das gibt, ja, eine Kraft und ich ziehe doppelt so stark, die Kraft ist doppelt so stark und es bewegt sich doppelt so schnell oder wird doppelt so stark beschleunigt. Und von den Dingen müssen wir irgendwann loskommen. Ja. Ich weiß die Antwort selber auch nicht, ja, sonst würde ich sie veröffentlichen. Ja. Aber das ist für mich ein ganz spannender Teil. Also auf jeden Fall würdest du es hier nicht sagen, sondern würdest es erst aufschreiben. Ich würde es erst aufschreiben. Und dann kannst du es, genau, ja, auf nach Stockholm. Vielen Dank. Gern.